Dies ist der Mauticast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist dein Gastgeber, Eki Gümbel. Willkommen zurück im Mauticland. Hallihallo. Hi. Hi, Thomas. Na? Hallo, ihr da draußen. Ja, Mauticland ist ja mehr oder weniger rund um die Welt. Und in unserem heutigen Interview sind wir tatsächlich am ganz anderen Ende der Welt, in Japan. Mhm. Japan. Ja. In Japan, in Nippon. Und ich habe mit dem Katsueno gesprochen, der uns tatsächlich faszinierende Einblicke in diese für mich echt fremde Welt geben kann. Ja, das ist, glaube ich, ganz spannend. Also Interview im zweiten Teil nachher. Wir starten mal wieder ein bisschen mit aktuellen Themen. Ganz aktuell ist im Moment natürlich die Mautic 3 Beta immer noch. Ich habe bei. Wie läuft's? Oh, muss ja, ne? Nein, also ich habe zunächst mal verschwiegen die m3mautibox.com. Also die Mautibox ist ja das Test-Sandbox, wo Leute einzelne Features oder einzelne Fixes oder so testen können. Mhm. Die gibt es schon lange für die Mautic 2 und jetzt auch für die Mautic 3. m3.mautibox.com kann jeder für sich verwenden und kann vor allem auch verwenden, um beizusteuern für die Qualitätssicherung der Mautic 3. Und die läuft tatsächlich ganz cool. Also es gibt einen Burndown-Chart, wo ein Wahnsinnsfortschritt festzustellen ist, wie das immer so ist bei Burndown-Charts. Gegen Ende kommen dann noch wieder neue Dinge dazu und es ist ein bisschen Zeit wird es bestimmt noch brauchen, aber die Jungs und Mädels haben Wahnsinnsfortschritte gemacht und sind ganz, ganz dicht dran. Es gab dazu auch einen sehr netten Post auf Slack von einem Jim Blake in Kanada. Ich lese einfach mal vor. Der hat geschrieben, I so look forward to seeing where Mautic version 3 will take things and what contributions our own in-house development can bring to the table as well. We really do want Mautic to be the primary technology stack in our house and are happy to contribute in meaningful ways as we learn more about how the system works and perhaps things we can tweak or debug. Nonetheless, I'm convinced that Mautic will just get better and better. So once again, keep up the good work, everyone, and always remember the team philosophy, TEAM, together everyone achieves more. Ja, das ist ziemlich cool und so macht Spaß und genau so ist Open Source und das ist toll, sowas zu lesen. Ja, der Jim hat es echt verstanden. Mhm. Genau, und also ich finde es auch toll und ich finde auch übrigens toll, dass wir wieder noch neue Leute ins Mautic 3 Team reinbekommen haben an dieser Stelle. Wir haben ja schon gesagt, wir sind so in der Qualitätssicherungsphase und natürlich ganz viel Bugfixen dazu. Und gerade in dieser Phase noch können wir echt jeden gebrauchen. Also es ist überhaupt nicht zu spät, wer Lust hat, da reinzuschnuppern, ein kleines bisschen ein Teil von Mautic 3 zu sein, der ist hochwillkommen. Also Link in Show Notes wie immer und auf geht's. Gut. Dann haben wir ein bisschen Follow-up nochmal zum letzten Mal. Also eigentlich jetzt schon zum dritten Mal haben wir das Thema Adressverifizierung. Dazu hatten wir letztes Mal ein bisschen mehr gesprochen und auch einen Blogpost dazu geschrieben. Und in dem Blogpost habe ich ein paar Sachen nochmal klargestellt, die uns im Gespräch letztes Mal noch so aufgefallen sind. Mhm. Und so, ich wollte die Highlights wenigstens nochmal kurz erwähnen, um es nicht so für viele Leute unsichtbar zu lassen. Wie funktioniert diese aktive Adressverifizierung eigentlich? Und zwar funktioniert die sehr unterschiedlich. Für SMS ist die Datenbank basiert. Da gibt es einfach eine Datenbank der registrierten Telefonnummern. Fertig. Wird die irgendwie aktualisiert? Ja, ja, das ist ja ein bezahlter Service. Das ist ja nicht in Mautic drin. Mhm. Und die müssen natürlich daran arbeiten, ihre Qualität hochzuhalten. Ja. Und einen anderen Weg gibt es ja da auch nicht. Für E-Mail ist das was anderes. Und zwar wird da einfach E-Mail ausprobiert. Also auch da wieder gibt es keinen anderen Weg. Da kann ich keine Datenbank aller vorhandenen E-Mail-Adressen haben. Sowas gibt es nicht. Okay. Mhm. Sondern ist einfach, soweit SMTP das erlaubt, probiert dieser bezahlte Service dann einfach, wird diese E-Mail-Adresse vom Server so angenommen oder nicht? Ja. Alles klar. Das heißt im Umkehrschluss, also ich würde auch sowas zurückkriegen wie die Mailbox ist voll. Ja, das ist ja ein Softbounce. Ja, das ist ja noch ein unterscheidet bisschen der? Dann? Ja, ja, natürlich, okay, klar. Ja, also dann sagt er nicht, das war ein Tippfehler, ne? Okay. Das war ja auch falsch. Ja. Gut, dieser Test
mit all seinen Einschränkungen passiert im Rahmen von Mautic asynchron, also als Kampagnenschritt. Mit anderen Worten, es ist nicht live während der Formulareingabe. Ich kann dem Benutzer nicht sagen, hey, du hast einen Tippfehler gemacht, schau doch nochmal bitte. All das geht im Moment auch gar nicht anders, weil die Überprüfung während der Formulareingabe ist rein auf JavaScript-Basis. In dem JavaScript kann es nicht passieren. Und außerdem ist natürlich die Gefahr mit diesem bezahlten Service, wenn da ein Bot anfängt, auf mein Formular einzuhämmern und Tausende und Abertausende Anfragen macht, genau, ja. Dann könnte es auch mal teuer werden. Das wird ein großer Spaß. Ja, und damit der Spaß auf unserer Seite ist, nicht auf der Gegenseite. Wenn man das wirklich machen wollen würde, dann müsste man tatsächlich statt eines bezahlten Services hier diesen kleinen Test selbst einbinden. Da gibt es Libraries dazu. Mhm. Und dann hätte man das auf Mautic-Seite. Und es müsste halt PHP-seitig passieren. Das heißt, man müsste tatsächlich im Core eine kleine Erweiterung haben, dass halt auch serverseitig noch eine Validierung stattfinden kann. Ja. Mhm. Und dann hat man auch echt einen großen Wert geschaffen. Dann kann man nämlich diese Tippfehler zum Großteil abfangen und sagen, hey, vielen Dank, dieses rote Feld, schau doch mal bitte, ob das wirklich diese E-Mail-Adresse ist. Und damit verliere ich dann halt tatsächlich keine Leute mehr aufgrund von Tippfehlern, denn der Double Opt-in, wenn man denn einen braucht, der läuft halt ins Leere, wenn die Adresse falsch war. Ja, richtig. Ja, und Leute verlieren ist immer doof. Von daher, wenn ihr Interesse habt, das zu haben und das vielleicht auch aktiv zu unterstützen, in Geld oder in was auch immer, dann schreibt mir eine kurze Nachricht. Wir würden halt gerne ein kleines Mini-Crowdfunding organisieren und zusammen mit dem Greg White dieses Feature tatsächlich gerne implementiert sehen. Ja, cool. Jo, wir machen noch ein weiteres Thema, und zwar haben wir uns als Schwerpunkt heute das Thema Tagging oder Tags rausgesucht. Und Tags sind halt ein echt powervolles Ding, sagt man das auf Deutsch? Powervolles, mächtiges Ding in Mautic, was gar nicht jedem so klar ist, was man damit alles tun kann. Ich würde ein Mini-Intro nochmal geben, was macht das? Und dann aber vielleicht ein paar fortgeschrittene Beispiele mal, um es zu illustrieren. Also, bei Tags geht es natürlich um Kontakte im Mautic, Unbekannte oder Bekannte. Diese Kontakte haben ja typischerweise irgendwelche Eigenschaften, Felder, Custom Fields, was auch immer. Die stecken in Segmenten und sonstigen Schubladen, also Kategorien, Stages, die haben Punkte etc. Und dann gibt es eben diese Tags. Und im Unterschied zu zum Beispiel Segmenten geht es uns bei Tags nicht darum, jetzt Listen zu bilden. Hier sind alle, die diesen Tag haben, sondern es geht immer mit dem Blick auf das Individuum, sozusagen. Wir wollen uns was notieren zu diesem Individuum und später nochmal draufschauen auf diese Notiz. Ja. Also, es ist halt eigentlich nur ein anderes Wort für Label oder einen kleinen Aufkleber auf dem Kontakt, den man drauf machen oder wieder entfernen kann. So. Und dieses kleine Aufklebertool ist halt extrem mächtig, weil es in Mautic an allen Stellen verwendet werden kann. Die üblichste Verwendung ist so dieses Been there, done that Ding, also was hat dieser Mensch schon gemacht oder angesehen, um dementsprechend halt alle späteren Aktionen dann zu steuern. Das einfachste Beispiel ist, wenn er irgendein Ding schon gesehen hat oder vielleicht sogar schon abgesendet hat, brauche ich ihm kein Fokus-Item mehr auszuspielen für genau dieses Ding. Ja. Also Tag setzen an der Stelle, wo was erfolgt ist, und beim Fokus-Item dann halt vorher darauf prüfen, ob dieses Tag gesetzt wurde. Ja. Das geht auch umgekehrt. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade im Automobilbereich so eine Kampagne mal gehabt, da sollte eine Probefahrtbuchung für bestimmte Modelle beobachtet werden, und wenn der Mensch das nicht abschließt und dann morgen wiederkommt auf die Webseite, dann soll er halt gleich empfangen werden und sagen, hey, dein Auto sowieso steht noch zur Probefahrt für dich bereit und mach doch jetzt noch kurz die Buchung fertig. Und auch das macht man genau über Tags, dass ich mir also merke, okay, der war da. Und ich muss mir natürlich auch merken, okay, von diesen 7 Probefahrtbuchungen, die er zuletzt gemacht hat, will ich ihm jetzt jene ausspielen, also eine bestimmte Logik noch ausspielen, also die er angefangen hat. Und dann kann ich ihn halt sehr, sehr viel aktiver abholen. Oder noch ein ganz anderer Fall, auch gerade ganz, ganz aktuelles Kundenthema. Die Idee war, wir möchten irgendwo eine Landingpage haben, wo der Kontakt all seine Assets, die er schon mal abgerufen hat oder mal angefragt hat, auf einen Blick sehen kann. Ist eigentlich kein Feature, was Mautic so vorsieht. Ist eigentlich auch so, klingt erstmal ein bisschen unlogisch, aber ist vielleicht doch eine ganz nette Geschichte und lässt sich realisieren über die Kombination zwischen Tags und dynamischen Web-Content, DWC.
Also sprich, ich setze jedes Mal, wenn irgendein Asset angefragt wird, einen Tag, merke mir also all die Assets, die er schon mal angefragt hat. Ja. Und dann kann ich einfach eine Landingpage machen mit lauter dynamischen Web-Contents, wo dann steht, okay, wenn dieses Tag gesetzt, dann ist hier der Link zum Asset. Wenn jenes Tag gesetzt, dann der Link zu jenem Asset. Okay, ja. Und so baue ich mir eine Liste. Genau, und im Prinzip sieht man schon, es ist powerful und das ist halt auch ein Problemlöser. Also bei ganz vielen Problemen, die ich so im Mautic oder bei Aufgabenstellungen, Problemstellungen, Herausforderungen, die ich im Mautic so habe, kann ich über Tag die Lösung finden. Also ruhig mal ein bisschen kreativ sein, da gehen coole Sachen mit. So, wie werden diese Tags jetzt gemanagt? Zunächst mal kann ich über die Mautic-Oberfläche in jeden Kontakt reingehen, in die Edit-Ansicht und da Kontakte hinzufügen oder auch löschen. Das Tags. Was habe ich gesagt? Kontakte. Nee, die Kontakte löschen kann ich auch, ist aber gerade nicht so das Thema. Die Tags. Im Kontakt, das findet man ziemlich schwierig. Man muss also in die Details reingehen und ganz runterrollen im Editier-Modus und da kann man dann tatsächlich Tags sogar löschen, was manchmal auch ganz nützlich ist. Dann geht das Ganze natürlich gesteuert über alle möglichen Ecken und Wege, also Kampagnen, aber auch über als Formularaktion oder als getriggerte Aktion bei Punkte. Beim bestimmten Punktekonto oder so kann ich sagen, okay, du bist jetzt VIP als Tag, wenn ich das denn möchte. Und wir haben ja oben schon gesehen, ich kann sogar in Kampagnen bestimmte Tags als Voraussetzung nehmen, um Tags zu managen. Also wenn mein letztes Modell war halt der Golf sowieso, dann lösche ich den vorangegangenen, weiß nicht, Bulli oder so vielleicht raus und setze stattdessen den Golf als mein Topic of Interest. Ja, der Bulli wird genau heute 70 Jahre alt. Ja, herzlichen Glückwunsch, Bulli. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich habe zwei davon gehabt und ich wünsche mir so eine Bulli so, also für mich zurück, aber ja, ist halt Quatsch, so groß ist meine Familie gar nicht. Noch nicht. Ja, außerdem haben wir einen Bus vor der Tür. Gut, also Tags managen, setzen, removen, das geht halt schon super und vor allem eine wichtige Sache habe ich vergessen, nämlich aus Webseiten heraus, eigentlich alles, was HTML ist, kann auch Tags in Mautic setzen, indem ich einfach einen Mautic-Tracking-Pixel da irgendwo reinklebe und einen Parameter namens Tags gleich sowieso dranhänge und schon habe ich einen Tag an jenem Kontakt dran. Ja, all das haben wir auch nochmal in einem ganz kurzen Knowledge Base Artikel zusammengefasst, jetzt also in ähnlich knackiger Form, aber ein bisschen technischer zum Nachlesen und mit ein, zwei Bildchen, ja. Weil ich glaube, Tags sind immer noch so ein bisschen unterbeleuchtet im Web, deswegen schaut euch das mal an, Link in den Shownotes. Könnte man sich so ein Best Practice vorstellen, im Sinne von, solche Fälle kann man super mit Tags lösen? Ja, Beispiele kann man natürlich geben, das tun wir ja an der Stelle auch, aber ich habe ja auch schon gesagt, ein Tag ist vor allem erstmal ein Problemlösewerkzeug. Mhm. Das heißt also, die unbekannten Probleme, das sind ja die interessantesten eigentlich. Genau. Deswegen, wenn ihr mal vor sowas steht, denkt an die Tags. Okay, ist ja. Also eher ein, es gibt da noch ein Mittel, das man nutzen könnte. Ja, also diese Spannbreite, diese Vielfältigkeit der Möglichkeiten, die am Tags eröffnen, wenn man die mal verinnerlicht hat, und das geht halt ganz gut an solchen Beispielen, dann hilft das, glaube ich, auch bei dem konkreten Problemlösen morgen dann. Ja, wenn ihr da draußen Tags für was benutzt, immer gerne eine Info darüber. Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee, dass wir den Artikel auch ein bisschen erweitern, um neue, vielleicht auch sehr abgefahrene Beispiele, wie man Tags verwenden kann. Ja, sehr gute Idee. Tags managen ist aber mehr als setzen und löschen und wir haben deswegen unser Feature-Wunsch der Woche als dem Tag-Managing gewidmet. Ja. Also Feature-Wünsche rund um Tags gibt es sogar noch viel mehr. Also wir haben jetzt zum Beispiel kurz gesprochen über dieses, ich kann einen neuen Tag setzen durch das Tracking-Pixel mit Parameter. Mhm. So, und das heißt also nicht nur einen vorhandenen Tag zu einem Benutzer zuweisen, sondern ich kann ganz neue Tags erfinden über diesen Weg. Oh. Ja, das kann sehr nützlich sein, weil ich dadurch halt eine gewisse Dynamik einbauen kann, serverseitig. Ich könnte also diese Tag-Namen ja per PHP erzeugen lassen zum Beispiel. Aber viele werden es von euch schon mal gehabt haben, es gibt ja die Bots, die nicht nur Formulare munter ausfüllen, sondern die zum Beispiel auch Angriffe versuchen. SQL Injection ist so eine der üblichen. Mhm. Und SQL Injection funktioniert so, dass die Skripts immer versuchen, andere Parameter anzuhängen. Wenn jetzt jemand an unser
Tracking-Pixel andere Parameter oder besser gesagt andere Werte für den Textparameter reinwirft, dann haben wir auf einmal 150 komische Tags in der Datenbank und fragen uns, wo die herkommen. Also gefährlich ist das nicht, aber nervig ist es halt schon. Ja. Und deswegen wäre so ein kleiner Feature-Wunsch rund um das Tag, um die Tag-Welt von mir, sowas wie ein Schalter, der einfach verbietet, dass neue Tags erfunden werden über das Tracking-Pixel. Vorhandene Sätze, schön und gut, aber keine neuen Namen erfinden, bitte. Das ein- und ausschaltbar wäre ganz nützlich. Ja. Andere Sachen, sowas wie dynamische Werte übergeben können in der Kampagne, so nehmen einfach den Nachnamen, nee, kein gutes Beispiel, aber den Wohnort als Tag oder so. Okay. Etc. Also es gibt da viele lustige Ideen. Ich würde mich aber an diesem Feature-Wunsch mal konzentrieren auf das tatsächliche Tag-Managen. Und zwar ist die Idee, es gibt einen eigenen Menüpunkt, der listet einfach die vorhandenen Tags auf. Ich kann sie mir anschauen, ich kann vielleicht Kommentare dran schreiben, damit ich auch morgen noch weiß, wozu der eigentlich da war oder warum der Kollege das gemacht hat. Vielleicht an jedem Tag auch sichtbar, ob er überhaupt verwendet wird, wie viele Kontakte das verwenden. Und sowas wie einen Tag auch mal umbenennen können oder natürlich halt auch mal löschen können, weil im Moment ist es einfach nur so ein wachsendes und nicht weiter managebares Gemenge der Tags. Das wäre ganz cool, das ist auch kein großes Ding und wir wollen das auf jeden Fall gerne haben und deswegen haben wir gesagt, wir als Leuchtfeuer machen das auch einfach mal. Es gibt einen Feature-Wunsch-Eintrag im Forum dazu, da haben wir ein bisschen beschrieben, was wir jetzt konkret vorhaben. Und freuen uns noch ein bisschen auf Ergänzungen, vielleicht auf Hinweise von euch, aber auch um ergänzende Ideen, was in so einem Tag-Manager noch drin sein sollte. Und dann würden wir das einfach auch mal schnell umsetzen. Das Ganze ist übrigens ein schönes Beispiel für ein Feature, was nicht im Kern sein muss, was vielleicht dann irgendwann im zweiten, dritten Schritt auch mal in den Kern wandert, aber erstmal als Third-Party-Plugin realisiert werden kann. Ja, wollen wir gerne machen und kommentiert in dem Freitag-Forum. Ja, das passt ziemlich gut jetzt, das Thema. Wenn du da draußen Developer bist und Lust hast, bei uns zu arbeiten, dann bewirb dich bitte, denn wir suchen Leute, die Lust haben, hier Mautic weiterzuentwickeln. Ja, auf jeden Fall. Unser Mautic-Team muss sowieso wachsen und gedeihen. Und Entwickler sind natürlich ganz besonders Mangelware. Also wenn du das bist oder wenn du jemanden kennst, der das sein könnte oder ja, soll, dann sag das gerne weiter. Genau. Jo, ich würde sagen, wir gehen mal direkt einmal um den Globus oder besser gesagt halb um den Globus und begrüßen unseren Freund Katz Bueno. I'm really happy that finally I found the right person to tell me about Mautic in Japan. First of all, what time is it over there? Right now it's past 7 before 7:30 in the evening. Oh man, okay. Evening, yeah, okay. Even more, thank you very much for your time. Time difference is a big deal in the Mautic product. It's a good thing that the community is really all over the world, but for conversations like this, but also for team meetings, it is quite a challenge to find good time slots. So, okay, I suspect not everybody in the world has heard of you, so why don't you tell us a little bit about yourself and what do you do with Mautic? All right, so my name is Katz Bueno. I am a Chief Communication Officer of Concrify Japan Inc. I mainly represent a Concrify CMS made in Portland, Oregon, USA, which is also open source CMS. And on the other side, Concrify is open source. So I love open source. I was originally living in LA, USA, used to make film back in the time, but somehow dropped into the web field after, you know, many transitions. And I fell in love in open source. I became a WordPress community member as well as Concrify, and then end up being the member of the Mautic community of Japan as well. Then I started hosting. I got to know Mautic like back in 2016-15, I think. Then I started to organize my local Mautic meetup called Mautic Meetup Nagoya. That's the name of the city I live near. Then I've been hosting the monthly meetup since. So
my Mautic meetup was one of the world most number of the meetup, Mautic meetup hosted in the world, I think. So we had to change the name as a web marketing meetup because we wanted to cover other marketing automation tools in addition to Mautic, but we do still cover Mautic. So we've been having meetup over 50 times. Oh, okay, wow. Yeah, let's talk about the meetup a little bit later. Just for the full background, when you say you were originally a film guy, that means you don't have a professional education in IT or engineering or anything, right? Yeah, not at all. Like, I start using PC when I was 3 or 4, according to my grandpa. Wow. But I don't have any formal education. Of course, you know, film industry, you started to utilize PC. So then, as an indie filmmaker, you have to promote your film. So you had to start making website by yourself to promote your own film. So that's kind of how I got into the film. Also, you got a part-time job, college job, to upload the video to the website after you edit your video. So that's kind of how I got into the this web industry. So that was a slippery slope then, right? Yep. Okay, let's talk about Japan and marketing automation first. Automation is really different at a different stage around the world. How big is it in Japan? Are people used to it? Are companies using it? I have two different answers. One is that, yes, big corporations using a lot marketing automation. Major players such as Marketo, Adobe Experience Manager, and you know, HubSpot, they have a big presence in Japan. So many big corporations use marketing automation system to utilize their marketing and online presence. However, on the other hand, small to mid businesses of Japan, unfortunately, they are still kind of fed up by just catching up their business itself. So they're not being able to catch up to utilize the marketing automation yet. So we are still struggling to teach local businesses, small businesses, to utilize more marketing automation. Okay. And how do businesses use IT in general? Is the use of open source in general, is the concept well known? I mean, do people use WordPress and do they understand how open source works, for instance? Yes and no. So many Japanese businesses started to use WordPress. WordPress is one of the successful open source software and CMS in Japan as well. But of course, many web agencies in Japan understand that it is open source. But many business owners who just want to make their own website just understand that it is one of the free software. No, that's not different over here. Yeah, the many plugins are available for free, many things are available for free. Yeah, so it's kind of, yeah, okay. If it's the same, maybe it's the same with the rest of the world, but it's pretty much the same, I guess. And do you have any idea? I mean, WordPress is one thing, but other than that, do you have any idea whether the market share is similar? Are people using the same products that the rest of the world is using on average, or other very specific products? Are there open source projects specific to Japan, for instance, that we don't even, that I don't, wouldn't know of? So things like that? Actually, some of the major software, like Forefront software or project, yes, it's, you know, like Salesforce or HubSpot, Marketo, like those software are very popular in Japan. Mm. But there are many Japanese-specific software and open source projects as well. Yeah. So because of, I guess, one of the reasons is that we speak different languages, Japanese, we
have its own culture. Some of the business style has its own way of dealing with businesses. Sometimes we still use fax, you know, all the time. And we use the stamp, you know, instead of the signature. So I guess some of the reason is because of the business differences. Then there are some popularity towards the Japanese, its own services and project. Mm-hmm. Yeah, with a little bit of that over here as well, where legal requirements are such that could not be fulfilled by US products or other products, led to the fact that local projects or commercial products had a chance to come up and grow. But I suspect that's even more so in Japan. But nonetheless, you'd mentioned the concept of meetups. You even have your own one. And for the other big around the world open source projects, you also have meetups. You do have WordPress meetup, surely, right? Yes. So one of the probably many people knows about open source project, and then one of the successful one is the WordPress. It's no question, the WordPress is very popular in Japan. I helped host a couple WordCamp, Nagoya version of the WordCamp, for 6 times. Good. And over a couple hundred attendees like come in every year. And I've spoken to a couple WordCamp in Japan, like Tokyo or Osaka as well. And yeah, it's great that even like many people from different aspects, different businesses, from freelancer to agency to corporation, come together and build one great product where I ended up meeting my wife. So it's open source culture. It's really great in Japan as well. Oh, okay. Lovely. Yeah. I mean, so open source can do many good things. Wow. And I have my own little story about open source in Mautic, because as you know, I'm a Type 3 CMS guy, and the worldwide Type 3 community loves to do their yearly snowboard tour. And I talked about that in a podcast before. And only really late, we found out that the Japanese Type 3 community is doing their own snowboard tour events without really letting anybody else know. So that's really a hidden community from our perspective. And it's a little bit similar with the Mautic community. It's we don't really know what's going on. We see it's pretty active, but how does it really work? Can you give us a little bit inside there? Who is the community? How and where do they interconnect? How do they share, etc.? Okay, so a Mautic community in Japan, and also open source community in Japan in general, for me, it's quite similar to how they start. First of all, we hear about the project. These projects are awesome, you know, great feature. And Mautic especially, it was the first kind of a marketing automation that we are waiting for. So many people started to get interested in, and then start forming the small group. And we started Mautic Japan community in a Facebook group. And we're talking 2015 or? Yeah, it was 2016. Okay. First Mautic meetup Tokyo was February of 2016. And I saw that happening, so I launched my first Mautic meetup Nagoya, I think March or April of 2016 in Nagoya. Mm-hmm. So people around me are really interested in open source. So if there's new attractive product, people come and check it out. So that's how Japanese people get together and start forming the group. Good. And we all know Mautic is pretty much experiencing like a revival now. So after the acquisition in 2019 and all the
the slowdown that was ahead of that, the global community at least is rebooting, is growing exponentially. The product is back on track and is promising a lot of new features after 3.0 is being released. But is there anything special that the Mautic community or the Mautic in general could do to be even more attractive for the Japanese market? Is there anything specific to it? One thing I can kind of mention is that maybe not the Mautic community, but maybe Mautic community can help. But so Mautic used to have a free hosting services to Southern Contact for free or something. Yeah. That really helped attract the many Japanese user to people who hasn't even touched what the marketing automation is. Mm-hmm. Because some business owner who don't have any knowledge of the server could try out. Because many, many proprietary other marketing automation you do, maybe there are free trial services, but after that, you do have to commit like a couple hundred bucks per month service fee. So that helped attract the many beginning Mautic user. So I'm not really expecting to have the same kind of free services. Of course, I understand the business side of it, but I want something that similar to that attract to the small business owners or like businesses to get. Katz, I'm hearing that a lot. So let me ask a little bit deeper here. The typical answer to that is for trial, you have a sandbox and can play around with that. But when I get you right, it's like people would love to have a free tier entry level SaaS version that can be used for production for very small sites. And when they grow bigger, they either pay money to somebody or switch somewhere else or do their own hosting, whatever they like they do with WordPress. So is that right? Do people want to use a free service for production, or is it more about the easy, effortless trying out and getting started? Yeah, so maybe I might have to go to the sidetrack a bit, but the reason why I thought that the free services is important is because many small Japanese businesses haven't been able to utilize the marketing automation. That's actually more the fundamental problem of the Japanese market itself. So it's kind of hard to say, but if business owner thinks that sometimes marketing automation and implementing the campaign and implement the customer journey map into the marketing strategy cannot really satisfy with 1 month trial period to understand the business need. So, of course, that is maybe different question, but to answer. But that's, of course, maybe some business owner understand the potential of marketing automation during the sandbox period or trial like stuff. But I believe there's more that we need to educate small businesses in Japan. Yeah, that's good stuff. And it's tricky, as you say, because it's not inexpensive to provide that sort of thing, and it's also a joint effort between, let's say, the marketing team of Mautic and maybe hosting or SaaS providers. But I'm sure we can come up with something like other communities do as well. I think it's really, really valuable to make the product accessible, and it's really valuable for lead generation for those hosting providers and visibility and everything. Okie doke. Now, when we look at the community, though, there is an existing community. You told us about them. Is there anything we could do to get them closer together and also to get them closer to the rest of the world, like the global community? Yes, that's always the
questions and always kind of sometimes hard question to answer because there's one gap between English and non-English community, which is the language barrier. Mm-hmm. So before, Maltic community had a Japanese website called jp.maltic.org. It was a WordPress site mm-hmm. that I and my partner, Hishi, translated original Maltic document, I mean, WordPress site to the Japanese. And we used to moderate the Japanese forum under that domain. Yeah. So hopefully in some way we could revamp those multilingual support and Japanese support so that Japanese people started to feel less boundary because many Japanese users just don't want to use the services which are not translated into the language, even though Maltic has language file that support the Japanese, but the marketing website won't the Japanese languages and Japanese support. Okay, that's important, and it should be, if there's something existing already, that should be a priority to get that back up to speed. If it is old and outdated and then maybe vacated, we should absolutely take care of that. Okay, I'll take that with me. And I'm looking at it as we speak. There's even a forum, but it doesn't look very up to date. And we also, on the other hand, on the general forums, like forum.mautic.org, there is a Mautic in Japan category, which is not used. I'm not even sure it can be used in Japanese letters. And then there is this Facebook group. So I think we should also figure out where Japanese discussions should take place. And that should help the community, that should help the product. Once the community gets stronger, I think we will automatically see more contribution and more communication from Japanese developers and other contributors to the global community. Wouldn't you think so? Yes, absolutely. So, we hope that, no question, I love open source product and project. I grow up in open source. As I said earlier, I marry to my wife through open source project. So, and I don't see any reason that marketing automation open source project fail. Then Japanese people are really looking forward to the future of the Maltic. Yeah. And I saw that there was some contribution a while ago to GitHub and other places in the forums, or Slack rather. And it ceased probably to the general slowdown. And like everywhere, we need to reach out and get to people from the early days, but also find new people and make them understand that we are now in a much better world. So all the frustration that people had with the ink maybe and then the shutdown of the free tier, and you also talked about the leadership things, etc. That's understandable, but it is the past, really. And the big issue or the big challenge that we have is really to not only make the new world even better, but also to spread the world, to spread the word. Talking about spreading, I mean, we have to mention we are recording this in the middle of or at the early days of the corona pandemic. You're sitting at home recording this, right? Yes. We all don't know where it's going. It's going to be over eventually. The one question I have, because we have the same discussion, is there a stronger move to virtual conferences these days? I mean, not only to doing a webinar, but to doing a whole conference online. Is that a thing that you see?
Yes, so of course, because we just had to cancel one of our, you know, our former Mautic Nagoya meetup last night due to this coronavirus. One of the venue, the co-working office, they wanted to close early to let a worker home. So we had to cancel the last night meetup. But yeah, so because of that, and also in addition, all the public school got canceled. So kids are staying at home. So there's a huge movement right now as we speak that many online education services start providing the free trial services or extended their free trial or even made paid area available to those kids. Yeah. So then many events has been canceled. So many speakers start to turn their prepared keynote to the online YouTube lives or Zoom conferences or those, you know, we started to utilize that in Japan as well. And but you know, I think it's good to meet in person and it's good to drink beer together after the meetup. Oh, so hopefully this coronavirus stuff is going to be over and that we can come back and drink again together. That's for sure. It couldn't get any better than that. We should stop the interview right here. But I have one more question for you. And that is, what sort of technical improvement, maybe what integration or so, would you love to see that would help you in Japan from the Mautic side? Yes. So one of the attraction to the user, whether it's open source or proprietary software, it's a feature. And then also I feel that it's important for me to tell the community what's important in the our market. You know, so for example, marketing automation and marketing itself in general, online marketing, it's the, for example, the text messaging services, like, you know, I love to see like implementation of the Japanese Korean text messaging service such as LINE, or maybe if you want to attract to the Chinese market, like help the integration of the Weibo chat services. Yeah, those are probably important feature that and integration that maybe I like to see. Okay. So I guess I find that really interesting. The only thing is that for a, let's say, a European or US engineer, it's pretty far away. And maybe we could do some collaboration and maybe your engineers could answer some questions at least for if somebody over here takes the work and then does a line integration. So it's always good to have a local liaison at least. Cool. Yes. Very good. I want to mention one more add-on, and that is that you recommended me to talk to Acquia as well, because they have a strong presence in Japan, which is more targeted obviously to the enterprise market. And you also co-run or a colleague of yours co-runs the Tokyo meetup, right? Yes. They just rebooted the Mautic Meetup Tokyo last month. Yeah. Seems to be really successful. And I think that's a really good idea, and I'll reach out to them. And so we'll have a follow-up interview on the Japanese market. But for today, that was a lot of fascinating insights. And I mean, people over here and certainly in other parts of the world as well, we don't know much about Japan. So thank you very much for that. Everybody else, keep in mind that Japan is a huge market. For one thing, it's way, way bigger than the German market, for instance. It is a culture of its own. I hope I have the chance to travel there one day. But it's really important for Mautic too. And so we'll do what we can to support you guys in Nagoya and where else in the country. Good. Thank you very much. Where can people find you online?
So I'm on cats515 on Twitter. Mm-hmm. And I own the domain catsweno.com, and you have my blog there. Okay, good. I put that in the show notes. And yeah, I hope we'll hear a lot from Japan and vice versa going forward. Thank you once again for your time today. And well, good night, I have to say, right? Yes, thank you for having me. Thank you very much. Thanks, guys. Take care. Bye-bye. You too. Bye. Ja, super. Interviews sind echt super toll, super spannend. Aus Japan auch mal was zu erfahren. Weißt du eigentlich, ob es irgendwelche Verbesserungen für die japanische Seite, also die Mautic offizielle Seite Japan, geben soll? Ja, die jpmautic.org ist tatsächlich sehr im Hintertreffen im Vergleich zu der normalen Mautic.org. Der Relaunch der besagten Mautic.org steht ja vor der Tür. Der wird erstmal in Englisch sein, aber dann halt sehr schnell auf Mehrsprachigkeit umgestellt werden. Und dann wird es halt nicht mehr so wie jetzt eine separate Japan oder was weiß ich, Thailand oder Brasilien Seite oder so geben, ja, die halt immer diese Tendenz haben zu veralten und irgendwie auch ins Hintertreffen zu geraten, sondern dann ist es halt ein Page-Tree und die große Herausforderung ist natürlich, das einmal initial zu übersetzen und dann aber auch zu pflegen. Das heißt, es hängt auch ein bisschen an den Teams, die das übernehmen, diese Pflege. Ja, klar. Also wenn du zum Beispiel interessiert bist, die deutsche Sprachvariante mit zu verantworten, dann herzlich gerne. Der Kontakt ist dann immer das Marketing-Team, für Deutschland auch gerne ich direkt, wer möchte. Und wie gesagt, Englisch first, aber die Mehrsprachigkeit ist ein großes Feature und dann können diese alten Seiten auch endlich weg. Ja. Ja. Dieser Mautic.org-Relaunch, ich glaube, über den haben wir, glaube ich, noch nie gesprochen, Thomas, oder? Nicht so richtig, nee. Ja, okay. Also dann ist das jetzt ein kleiner Blick in die Zukunft, in die gar nicht allzu ferne Zukunft. Wir sprechen da über ganz wenige Monate. Mhm. Aber mehr wollen wir da noch nicht verraten. Werden wir aber. Ja, ich denke auch. In einer der nächsten Folgen, oder? Ja, natürlich. Gut, ja, was gibt's noch? Ganz offensichtlich, der Sprint in Belgien steht vor der Tür. Letztes Mal haben wir ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Die Buchung läuft und wir freuen uns total drauf. Wir haben auch ein schönes Hotel und einen ganz guten Deal. Wenn ihr also im gleichen Hotel sein wollt, dann schaut bitte in den Blogpost, den es dazu gibt. Da ist der Link auch zur Hotelbuchung. Und außerdem gibt's auch ein Eventbrite, also eine Event-Anmeldung zu diesem Sprint, damit wir wissen, wer kommt. Die kostet den fantastischen Preis 0 Euro. Wahnsinn. Aber wir freuen uns trotzdem natürlich vorher zu wissen, wer kommt. Also schaut euch den Blogpost nochmal an. Die Teams bereiten sich schon vor, damit sie halt eine ordentliche Agenda haben und organisiert sind, um da ein bisschen was zu rocken. Und vor allem auch, um die Leute mit einzubeziehen, die remote mitmachen wollen. Ja. Das ist ja immer eine etwas größere Herausforderung. Das hängt dann vor allem an den Häppchen, die man da vorbereiten kann, aber auch in der Kommunikation. Ich hoffe, das läuft richtig gut diesmal. Aber Remote ist tatsächlich echt so nur die Notlösung. Also wer in Personen dabei sein kann, der sollte es unbedingt tun. Das ist halt also 10-mal besser. Man kann besser zusammenarbeiten, man kann auch viel mehr Spaß zusammen haben und so. Also komm gerne nach Gent zu uns zum Sprint. Ja, man kommt natürlich nicht drum rum, kurz einmal über den blöden Virus zu sprechen. Da sind wir natürlich nicht so wirklich betroffen als Kleinveranstaltung. Wir sind ja ein paar Hände voll Leute da und wir werden auch dafür sorgen, dass wir nicht irgendwie mit größeren Gruppen zusammenkommen. Mhm. Also ich denke mal, das sollte gar kein Thema sein. Also komm gerne hin. Der Sprint ist tatsächlich wirklich für jeden gemeint, nicht nur für Leute, die total Ahnung von Mautic haben oder die schon lange in irgendwelchen Teams drin sind oder überhaupt in irgendwelchen Teams drin sind, genau, sondern für jeden, auch für totale Einsteiger ist immer was dabei, gibt viel zu lernen. Man kommt wirklich als viel tiefer in Mautic drin, wieder zurück nach Hause und hat bestimmt auch eine Menge Spaß dabei. Ganz sicher. Genau. Ja, mehr dazu bestimmt in 2 Wochen wieder und überhaupt die gesamte Mautic-Welt dreht sich weiter. In 2 Wochen berichten wir wieder davon. Bis dahin würde ich mich freuen, wenn sich jeder jetzt sofort hinsetzt und eine E-Mail oder irgendeine Social Post oder irgendwas schreibt an irgendwen, der vielleicht auch diesen Mauticast
toll finden könnte. Ja, genau. Also empfiehlt uns weiter. Genau, empfiehlt uns weiter, verbreitet die gute Botschaft. Ja, genau, jetzt los. Auch jetzt. So. Ja, genau. Gut, soll reichen. Thomas, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nee, habe ich nicht. Na dann, bis bald. Bis Tschüss. Dann. Tschüss. Tschüss.